für einmal ganz einen musikalischen Anfang von Gredig direkt. Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung. Mein heutiger Gast ist laut dem berühmten Violinist am Yehudi Menuhin der grösste Geiger von seiner Generation. Er ist sicher einer von den erfolgreichsten Geiger von seiner Generation. 4,5 Millionen verkaufte Tonträger, über 40 goldige und platinige Auszeichnungen. Ich bin sehr froh, Sie heute hier. David Garrett, willkommen. Ich freue mich auch. Was? Hallo, wir duzen uns, haben wir eben abgemacht. Ja. Diese Geige, das ist eine ganz spezielle Geige, die ganz du da hast. Erzähl uns ganz kurz. Ja, das ist eine Guarneri del Gesù. Das ist ja das Pendant zu Stradivari. Hat auch in Cremona. Noch seltener aber, oder? Noch seltener. Während bei Stradivari-Geigen noch so an die 1000 existieren, ist bei Guarneri del Gesù knapp 190 Instrumente, geht man davon aus, dass die noch existieren weltweit. Dementsprechend ist natürlich der Seltenheitsfaktor obendrauf. Ja. Dementsprechend sind die Geigen noch ein bisschen höher taxiert. Sag uns ganz kurz, also das ganze Team hält sich fern von dieser Geige. Ich ebenfalls. Sag uns ganz kurz. 12 Millionen Euro ist die Geige versichert. Wir werden sie bei uns haben. Die ganze Zeit. Wunderbar ist sie mit uns. Sie ist nur geliehen, muss man sagen. Die Geige ist nur geliehen. Es war Gott sei Dank eine wunderbare Konstellation. Ich habe in Cremona vor ein paar Jahren gespielt. Die heißt Prinz Doria von 1734. Habe die Geige kurz angespielt in dem berühmten Instrumentenmuseum in Cremona. Und während der letzten 2-3 Jahre in der Pandemie habe ich natürlich auf meiner schönen Stradivari geübt, hatte aber so im Hinterkopf diesen Guarneri-Sound, habe dann über mein Management angefragt, ob die Möglichkeit bestehen würde, das Instrument mal leihweise zu spielen. Und das ist jetzt seit ein paar Wochen soweit und ich freue mich, die Geigen mit dabei zu haben. Also wir merken schon, du spielst nicht nur die Geigen, du bist auch so was wie ein Geigenhistoriker. Die Geigen faszinieren dich. Wir werden ein bisschen über Geigen sprechen, auch über deine Musik und natürlich auch über dein Leben. Wir haben auch einen aktuellen Aufhänger dafür. Eben ist deine Autobiografie rausgekommen. Ja. Wenn ihr wüsstet, ja. Da macht der Titel ja schon mal neugierig, gibt so viel, dass wir nicht wissen über David Garrett. Was gibt es für Geheimnisse? Es gibt ganz, ganz viel. Natürlich kann man tolle Interviews führen. Und die habe ich auch in meinem Leben gehabt. Natürlich auch viel, Aber selbst das beste Interview ist nie wirklich das, worüber ich mich wirklich unterhalten möchte. Ich reflektiere ja nur die Frage mit einer Antwort. Aber das, was mich in meinem Leben bewegt, das, was auch hinter den Kulissen über Jahrzehnte passiert ist, was ich spannend finde, was mich motiviert, inspiriert, was mich auch mal getroffen hat, all diese Sachen kann ich ja nur erzählen, wenn ich drüber nachdenke. Und ich hatte jetzt wirklich die Zeit und die Muße, im letzten Jahr mich mal mit meinem Leben so ein bisschen zu beschäftigen, also mal zu reflektieren. Darüber sprechen. Gibt es was Spezielles, das du dir von der Seele schreiben wolltest? Ach, grundsätzlich erzähle ich mein Leben von meiner Sichtweise, was ist natürlich, was sicherlich großer Teil meines Lebens ist, ist das Instrument, ist die Arbeit mit dem Instrument, mit verschiedenen Künstlern, mit Dirigenten, das Reisen, was da so alles passiert auf Reisen und natürlich auch die Anstrengung, die mit diesem Instrument seit ich 4 Jahre alt bin, verbunden ist. Ein unmögliches Instrument nennst du es. Ja, das ist Kapitel 1. Ich habe gedacht, da fangen wir direkt mit an und erklären erstmal, wie das funktioniert. Wie es tönt, das wollen wir uns ganz kurz anhören. Du hast auch eine neue Platte eingespielt während der Pandemie. Ja. Gehst auch bald wieder auf Tournee. Wie es tönt auf der neuen Platte Alive? Wir haben einen Song rausgenommen. Happy kennen die Leute, die Version Pharrell von Pharrell Williams. Jetzt hören wir es in der Version von David Garrett. Du gehst ja gleich mit. Jetzt mache ich ganz einen scharfen Schnitt. Wir haben von der Pandemie gesprochen, ein Thema, eine Krise, die uns alle bewegt hat. Ja. Jetzt geht sie zu Ende und schon sind wir in der nächsten Krise drin. Wir sind in Kriegszeiten in Europa. Ja. Steht auch im Buch, deine Großmutter ist aus der Ukraine geflüchtet. Aus Kiew, ja. Damals vor Stalin, jetzt flüchten die Menschen wieder. Und viele Künstler, Künstlerinnen fragen sich, was kann ich tun, was kann ich sagen? Ganz schwierige, schreckliche Zeit. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass es so weit überhaupt kommen wird. Wir haben alle gehofft, dass diplomatische Wege diesen Krieg verhindern. Nun ist jetzt dieses furchtbare Szenario da.
Als Künstler hast du natürlich, genauso wie alle anderen Menschen da draußen, die Hoffnung, dass diplomatische Wege so schnell wie möglich zu einem Ergebnis führen, dass Waffenstillstand erstmal herrscht. Man kann nicht viel tun. Ich glaube, das beklemmt auch die meisten Menschen da draußen, weil es gibt momentan keine Lösung. Die Politik hat auch nicht gerade irgendeinen Vorschlag, wo man sagt, ja, das kann zum Ziel führen. Ganz, ganz schwierig, furchtbar und natürlich auch gerade, weil ich zu Viertel auch Ukrainer bin, ja. Und meine Großmutter wirklich oft erzählt hat, wie sie mit ihren beiden Schwestern und ihrer Mutter in der Nacht- und Nebelaktion wirklich geflüchtet ist und ihr Papa nach Sibirien verschleppt worden ist und nie wieder gesehen hat. Ganz, ganz schlimm, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholen muss. Schrecklich. Und was kann man dagegen tun? Es gibt Boykottaufrufe zum Beispiel, gerade in der Künstlergemeinde. Wir kennen den Fall von Anna Netrebko, eine berühmte Opernsängerin, die zum Teil nicht mehr auftreten kann, will, darf. Wie soll sich die Künstlergemeinde diesen Themen widmen? Jeder muss da seine eigene Entscheidung treffen und seinen eigenen Weg. Ich finde es natürlich wichtig, dass man sich gegen Krieg positioniert. Hat sie nicht getan. Ich kenne die Geschichte nicht so gut, um das jetzt ja oder nein dazu zu sagen. Ich kann nur von meiner Perspektive sagen, ich finde es wichtig, dass man sich positioniert und sagt, das, was gerade passiert, das geht nicht. Dass ich natürlich auf meine Art und Weise mit der Musik versuche, wie ich das über Jahrzehnte gemacht habe, Menschen zusammenzuführen, ist ganz klar. Schwierige Situation. Ich hoffe, wie gesagt, dass Musik da irgendeinen kleinen Beitrag zu tun kann, aber ich glaube, die Realität sieht leider etwas anders aus. Das ist immer die große Frage, was kann Kunst tun? Es gibt ein wunderschönes Beispiel aus diesen Tagen, würden wir gerne zeigen. Da hat ein Geiger in der Ukraine, in Kiew, in seinem Keller, wo er sich verstecken musste vor den russischen Angriffen, angefangen zu spielen. Ja. Und er wird da begleitet von ganz, ganz vielen Violinistinnen, Violinisten auf der Welt, als Zeichen der Solidarität. Absolut. Kann das die Kunst? Muss das die Kunst? Muss man zusammenstehen? Jeder muss jetzt an diesen Strang ziehen. Ob das die Kunst bewegen kann, das weiß keiner. Aber dieses Quäntchen, diese 0,1%, die irgendwann die Waage zum Übertippen bringt, jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Und wir wissen nicht, was im Endeffekt dieser kleine Prozentsatz sein wird. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass, wie gesagt, wie wir alle, dass dieses Ende, dieses Schrecken wirklich ein Ende findet und das so bald wie möglich. Schließen wir hier dieses Thema ab, kommen wir auf das Buch und auf dein Leben. Dieses Leben hat ganz früh schon begonnen im Rampenlicht. Ja. Du bist ein Wunderkind. Wurdest als Wunderkind damals auch auf die Bühne mehr oder weniger geworfen. Ich möchte es ganz kurz zeigen, dass sich die Leute vorstellen können, wie jung du damals tatsächlich warst. Wir haben einige Ausschnitte aus dem Leben des David Garrett auf der Bühne damals. Ganz kurz zusammengefasst, mit 4 begonnen zu spielen, mit 5 den ersten Wettbewerb gewonnen, mit 10 Orchesterdebüt, mit 13 dann die ersten Platten. Ja. Im Nachhinein gesehen, wenn du das anschaust, war das alles mehr Würde oder Bürde? Rückblickend Würde, weil es ein Teil von mir geworden ist und es ein unglaublich faszinierender Teil auch von mir ist. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte von den verschiedenen Generationen von Geigern reinschaut. Es hat immer sehr, sehr junge, großartige Musiker gegeben und auch Geiger. Dieser Mythos Wunderkind, da habe ich so ein bisschen ein Problem mit. Das erkläre ich auch im Buch, wieso. Weil ich weiß ganz genau, wie viel ich gearbeitet habe hinter den Kulissen. Und ich weiß, das hat nichts mit Wunder zu tun. Das kommt da nicht zugeflogen. Nein. Eine gewisse Art von Musikalität und Talent und dass das Gehör auch ein Gespür hat für Phrasierung, das ist unterschiedlich bei gewissen Kindern, aber ein Wunder ist was anderes. Mhm. Du schreibst auch im Buch, das wurde auch immer ein bisschen
dieses Wunderkind-Narrativ wurde auch gebraucht. Yehudi Menuhin war noch mit 14 mit kurzen Hosen auf dem Bild, das ist witzig, dass er als Kind dargestellt wird. War das bei dir ähnlich? Nicht so dramatisch. Also es gibt wirklich diese faszinierende Geschichte, das habe ich in der Biografie von Menuhin natürlich auch gelesen, wo er völlig neutral berichtet in seiner Autobiografie, dass seine Eltern ihm die Beine rasiert haben, dass er noch kurze Hosen ohne Haare an den Beinen hat mit 13, 14 Jahren. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Das ist ja total bizarr. Aber er hat das in einer Natürlichkeit erzählt. War natürlich eine ganz andere Zeit, ne? 1920, 30. Aber man erkennt an dieser Geschichte schon, dass es auch ein gewisses Produkt ist. Dieses Wunderkind, dieses Pseudonym Wunderkind, ist auch ein kommerzielles Produkt, womit Geld generiert wird. Und ich glaube, dass es auch ein großer Teil des Publikums akzeptiert, denn niemand will ja im Publikum sitzen, eine 10-, 11-, 12-Jährigen oder Jährige hören und gleichzeitig wissen, tief innen drin, dass da viel, viel Schweiß, Tränen und Arbeit hinter ist. Und dieses Produkt wird ja von... Das wäre ja Kinderarbeit. Ja, da wäre ja keiner was mit zu War's tun. War es schon Kinderarbeit? Ich finde, das ist Kinderarbeit, natürlich. Natürlich, weil ich bin ja in diesem Umfeld groß geworden. Und das hat ja nicht nur mit Musik zu tun. Das gilt im Hochleistungssport. Mhm. Das gilt mit allen Bereichen, die mit Feinmotorik zu tun haben. Die Ballett, auch ein tolles Beispiel oder nicht so gutes Beispiel. Mhm. Kommt drauf an, wie man es sieht. Jetzt kann man ethisch drüber argumentieren, ist das etwas, was vertretbar ist? Ich bin mir da auch nicht 100% sicher. Auf der anderen Seite schaue ich in unsere Kultur, die europäische und weltweite Kultur rein. Und wir haben unglaublich viel aufgebaut, auch auf Menschen, die sehr, sehr früh gedrückt worden sind. Wir hätten keinen Mozart, keinen Paganini, keinen Beethoven, ohne dass auch Kinder in diesem frühen Alter, talentierte Kinder, auch bewusst gedrückt worden sind. Und da kommt dann immer die Rolle der Eltern rein. Und wer hat da gedrückt? Lehrer, Eltern, ja. Das war bei dir immer schon ein Thema. Natürlich, wenn man mit vier beginnt. Du wurdest auch schon darauf angesprochen, in vielen Interviews. Ja. Eines der ersten, das ich gefunden habe, bei Alfred Biolek. Damals warst du 17. Oh Gott. Und da lautet die Frage folgendermaßen. Da habe ich wahrscheinlich einen Käse erzählt. Waren das so ehrgeizige Eltern, die gesagt haben, aus diesem begabten Kind müssen wir jetzt ein Wunderkind machen? Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Also meine Eltern haben mich eher mal zurückgehalten. Also ich war, es hört sich ein bisschen merkwürdig an für Außenstehende, aber meine Eltern haben eher gesagt, jetzt ist Schluss mit dem Arbeiten, jetzt gibst du mal raus. Wenn ich keine Lust habe, dann mache ich auch nichts. Ach so, also da ist nicht jemand, der da sagt, jetzt hast du erst eine Stunde gespielt. Um Gottes Willen. Bitte. Ja. Ist totaler, es immer totaler Schwachsinn. Aber man muss die Situation auch verstehen. Du bist natürlich in einem Umfeld, wo das auch kuratiert wird, dieses Konzept. Ist ja auch Teil des Geschäfts in dem Alter. Das war nicht ehrlich. Rückblickend verstehe ich, warum ich so geantwortet habe. Ich habe natürlich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Ich hatte das Management hier und da. Da einen so rauszuhauen, ganz offen und ehrlich, das hätte ich mich nie getraut. Aber hättest du es damals sagen können oder warst du dir das nicht? Boah, da hätte ich aber vielleicht einen Einlauf, also ich weiß nicht, ob ich einen Einlauf zu Hause gekriegt hätte, aber ich wusste, sowas erzählt man nicht. Mhm. Und das hat nichts mit meinen Eltern zu tun. Das ist generell die Struktur. Ich würde auch bezweifeln, dass ein berühmter Kollege von mir in dem Alter so einen rausgehauen hätte, so von wegen, oh, da habe ich mal den Badeschlappen an den Kopf gekriegt, weil die Note nicht gut war. Ja. Passiert aber. Und also bei dir war primär der Vater, hat mit Geigen gehandelt, war sehr in dieser Szene drin, hat selber nicht so gut gespielt wie du natürlich. Aber im Nachhinein, also du hast darunter gelitten, schreibst du auch ein Buch. Als Kind, ja. Wie ist das Verhältnis jetzt? Sehr gut. Ich glaube, man kann im Leben auch akzeptieren, dass Zeiten nicht gut waren, trotzdem rückblickend nicht negativ drauf schauen. Da gehört sicherlich auch ein gewisser Abstand dazu, den ich Gott sei Dank mit meinen 41 Jahren Gott sei Dank habe. Aber ich glaube, irgendwann mal kommst du an einen Punkt in deinem Leben, wo es eine Entscheidung zu treffen gilt. Entweder man verbittert an denen, was einen belastet,
oder man schaut in die Zukunft und versucht das, was auch negativ war, für sich selber zu nutzen. Und diese Entscheidung habe ich wahrscheinlich nach der Juilliard School in New York getroffen. Mhm. Wo du dich ein bisschen rausgenommen hast, wo du auch weggegangen bist. Ganz bewusst natürlich auch den Abstand zu diesem goldenen Käfig der Kindheit gesucht. Habe den auch gefunden und habe dann aber wirklich auch lernen müssen, mich davon zu lösen irgendwann mal. Nicht dann immer zu sagen, ach, das war so schlimm und so schrecklich und meine Kindheit, um Gottes Willen. Das bringt niemandem was. Und weißt du, wem es am wenigsten was bringt? Mir. Ja. Das heißt, irgendwann mal hieß es, komm, was hast du daraus gelernt? Und ich habe ja viel. Ja. War anstrengend, war hart. Klar, Tränen geflossen, aber ich habe unglaublich viel geigerisch in der Zeit gelernt. Und das jetzt für mich als Person, als Mensch, als Musiker so umzudrehen, dass ich mit all dem, was auch wirklich anstrengend war, etwas für mich rauszumachen, wo ich Spaß dran habe, das war die Herausforderung und das ist mir auch gelungen. Und diese Revolte, diese Zeit, wo du nach... Sorry, ich muss immer schmunzeln, wenn es heißt Revolte, weil im Endeffekt bin ich ja von zu Hause gegangen in eine Musikerschule. In die beste Musikakademie der Welt, um zu studieren. Und ich denke mal, die Revolte, also Revolte sieht ich bei mir das Wort zurück. Ich nehme es irgendwie anders aus. Ich nenne es Ausbruch. Dieser Ausbruch aus, diesem, aus dieser Kindheit, das erinnert mich ein bisschen an andere Musiker, auch dieser Generation, ein bisschen älter. Nigel Kennedy war auch so einer. Ja. Der war ein Rebell, hat auch ganz offen gesagt, was ihn stört. Und wir haben einen wunderbaren Ausschnitt aus einem Interview mit ihm, wie er damals diese, ich sage sicher Revolte, aber seinen Ausbruch begründete. Sehr gerne. I don't know. I just had enough of it. You know, first wearing these stupid clothes, having to behave in a certain way, having to say that the conductor is a better musician than someone who can actually play the instrument, having to like say that someone who's sitting behind a desk is really important compared with someone who's on stage in front of a few hundred or a few thousand people or something, you know, and I just think with a lack of false modesty that like the musician is more important than all of the fuckers around. Ich mag seinen Dialekt. Siehst du das ähnlich? Ich bin ein bisschen differenzierter und diplomatisch. Für mich war es eher ein anderer Grund, den Abstand zu suchen. Erstens natürlich, das war sehr intensiv und irgendwann mal muss man sich lösen. Das machen aber ganz, ganz viele Jugendliche. Der Vater war sehr dagegen, muss man auch sagen. Ja, der hatte seine Bedenken und war dagegen. Ja, wie gesagt, ich bin der Diplomat hier. Ne? Das sollte man in der heutigen Zeit auch sein. Ja, hatte ein Problem damit, dass ich nach New York gehe und studiere, hatte aber auch eigentlich einen Grund. Er meinte, du hast 5 CDs mit Deutsche Grammophon, die Karriere läuft, wieso jetzt 4 Jahre Pause machen? Wird kompliziert, dann wieder den Anschluss zu finden. Hat Gott sei Dank geklappt, aber für mich war es wirklich die große Freiheit natürlich, selber herausfinden, wie man etwas interpretieren möchte, wie man etwas spielt, seinen eigenen Ton finden. Das, was für dieses Instrument, was ja so nah an der menschlichen Stimme ist, was macht große Kunst aus? Etwas Hochqualitatives zu machen, was allerdings in dieser Form noch nicht vorher da gewesen ist. Natürlich kann man sich an großen Aufnahmen, ob es jetzt Stern oder Grumiot oder Heifetz oder Menuhin ist, orientieren und versuchen, das auch zu imitieren. Das wird auch dich so weit bringen und das ist gut. Aber das ist nicht, worum es in Musik geht. Es geht bei der Musik darum, zu wissen, warum du etwas machst. Und nicht instinktiv einfach zu spielen. Und ich wollte das Warum bei mir herausfinden. Und deshalb hast du auch neue Wege gewählt. Nicht unähnlich Nigel Kennedy. Ich möchte noch eine Parallele bringen. Nigel Kennedy, man hat es auch schon in seinem Zitat gesehen, er mag auch nicht, dass man als Musiker sich ständig rechtfertigen muss, auch gegenüber Leuten, die vielleicht weniger davon verstehen. Sprich Kritiker. Da habt ihr was Ähnliches. Weil auch du wirst zum Teil kritisiert, und zum Teil auch von Kritikerinnen und Kritikern hart kritisiert. Zum Beispiel heißt aber auch super gelobt. Natürlich. Jetzt muss ich mal hier rein. Natürlich. Ich bringe trotzdem mal ein negatives Zitat. Okay, hau raus. Aus der Zeit. Garrett spielt, wie er ist, hübsch, ein wenig blass, unverbindlich und uncharismatisch. Wenn du sowas liest, denkst du da ähnlich wie Nigel Kennedy? Nein. Ihr könnt mich mal. Ich finde es ja schön geschrieben. Erstmal Kompliment. Ich finde, wenn wir einen Künstler auf das beschränken einer Kritik, eines Zitats,
dann könnte ich über Beethoven, Paganini, Mozart, Brahms, Menuhin genau solche Zitate rauspicken. Die haben alle auch mal eine Watsche bekommen in der Kritik. Da bin ich nicht der Einzige. Natürlich sind das nicht Worte, wo ich sage, boah, lies die mir vorm Schlafengehen vor. Mhm. Motiviert es mich, auch an mir zu arbeiten? Ja, ich kenne nicht mehr das Konzert, wo es passiert ist. Ich glaube, das ist schon eine etwas ältere Kritik. Ja, muss man mit umgehen können. Ich kriege deswegen keine schlaflosen Nächte. Auf der anderen Seite, man kann nicht immer nur alles Leuten recht machen. Mhm. Solange du auf der Bühne bist und solange du mit tollen Orchestern spielst und mit tollen Dirigenten, weißt du, ich habe ja, nachdem ich Crossover gemacht habe, immer wieder ein Klassikalbum rausgebracht. Ob es jetzt mit Zubin Mehta und Israel Philharmonic war, ob es mit Andrew Litton war, ob es mit Claudio Abbado, weißt du, das sind alles Dirigenten, die laden nicht irgendeinen x-beliebigen Geiger ein. Das interessiert den nicht, ob ich hübsch bin. Das interessiert den nicht, ob ich dünn bin oder die Leute mich attraktiv finden. Was die interessiert, ist die musikalische Leistung, die ich dann auch abrufe auf der Bühne. Aber oft kommt diese Kritik ja auch aus der musikalischen Ecke. Und du hast selber angesprochen, du gehst verschiedene Wege. Ja. Crossover ist so ein Beispiel. Wenn du nur Klassik spielen würdest... Tue ich ja auch oft. Tust du oft? Wirklich oft. Und dann machst du trotzdem Crossover. Einfach, dass die Leute verstehen, was ist Crossover. Wir wollen hast ganz du kurz ein paar Beispiele. Ja, haben wir auch. Okay. Zuerst kommt Crossover. Sehr gut. Also jetzt schlage ich vor, wir haben gehört. Ist da alles gut gespielt? Ja, Nirvana haben wir gehört, Phil Collins haben wir gehört, Amazing Grace haben wir gehört. Und du hast mich gefragt, hast du auch was Klassisches? Komm, die fingerierten Oktaven müssen wir erstmal sauber kriegen. Jetzt hängen wir gleich das Klassische an, zum Vergleich. Es ist tatsächlich das gleiche Stück. Natürlich. Und wenn man diese... Ich kenne ja die Sache nicht. Oh, pass auf mit dem Bogen. Ist ja auch so viel wert. Nö, den ganzen... Also gut. wenn man diese zwei Genres nebeneinander legt, natürlich wird dann die Kritik ein bisschen lauter beim Crossover. Aber du bewegst dich bewusst auch in diesen beiden Welten. Ich mag die Türe gerne ein Stück weit aufmachen. Und seien wir ehrlich, wenn wir die Musikwelt uns anschauen von jungen Künstlern vor 20 Jahren und jetzt... dann habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, dass junge, talentierte, großartige Musiker keine Angst haben, auch Konzepte und Projekte anzunehmen und zu machen, die ihnen Spaß machen, außerhalb der Klassik. Es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Beispiele, Lang Lang etc. pp., die das auch mittlerweile gerne machen, weil sie auch wissen, es schlägt eine Brücke. Ich wollte nie was anderes als eine Brücke zu der Klassik schlagen. Also fehlt das nicht ein bisschen in der Klassik? E-Musik kann man sich auch von dieser Seite her anschauen. Das einfach so ein bisschen, es hat so ein bisschen ein vertrocknetes Image. Aber wenn wir überlegen... Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das hat ganz, ganz viel geholfen, dass die Generation, natürlich meine Generation und die Generation, die jetzt heranwächst und erfolgreich ist, die haben ja auch einen ganz anderen Bezug zu Unterhaltungsmusik. Ich kann ja eins sagen, an der Juilliard School, die sind ja alle wirklich auf Klassik fokussiert, müsste man meinen. Meinst du, jeder Geiger hört da nur Bach, Brahms, Beethoven, Schostakowitsch, Prokofjew? Nein, die hören alles querbeet. Aber die haben natürlich im Nacken den Kritiker, der sie auseinandernimmt, wenn sie was anderes machen. Da hat ja wirklich keiner... Das ist schon ein Weg, wo jeder weiß, scheiße, will ich den wirklich gehen? Es braucht eine gewisse Härte dazu. Du musst wirklich Rückgrat haben, weil klar, wenn du das anfängst, weißt du, da gibt es jetzt erstmal für eine sehr lange Zeit blöde Kritiken. Stört mich das? Hat mich das in dem Weg beirrt, den zu gehen? Nein,
weil ich glaube, dass die eigene Entscheidung wichtiger ist, als ab und zu mal vielleicht irgendwas Negatives zu lesen. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, das ist vielleicht 10% von 90%. Das muss ich ein bisschen jetzt hier. Eben, und die umgekehrte Medaille ist natürlich ein riesiger Erfolg, eine riesige Popularität. Und da kommt dann ein weiteres Problem dazu. Also du beschreibst das im Buch auch sehr eindrücklich. Du bist eine Figur des öffentlichen Interesses. Ja. Wirst umworben, wirst umschwärmt. Es gibt da Storys drin von einer Frau zum Beispiel, die sich in einem Hotel beworben hat, dass sie Zimmermädchen wird, um in deinem Zimmer dann deine Sachen durchwühlen zu können und fotografieren zu können und diese dann online stellt. Diese Öffentlichkeit, die bringt mit sich, dass du selber sagst, im Buch, und ich zitiere da aus dem Buch selber, von dem lebenslustigen Menschen David Garrett ist wenig übrig geblieben, Stromlinienförmigkeit war angesagt und im Endeffekt hat mich die Öffentlichkeit seither nur noch als Langweiler und Leisetreter erlebt. Da würde ich sagen, ist nicht mehr der Fall. Ist nicht mehr der Fall. Nein, aber es gab gewisse Situationen, die einfach so nicht verletzt haben. Kannst du ein Beispiel nennen? Ich lasse es mal jetzt generell, aber die haben mich dermaßen verletzt, weil es weil ich den Glauben an das Gute im Menschen verloren habe in der Zeit. Und gleichzeitig in dieser Situation hast du natürlich dein Team um dich herum. Mhm. Und die sagen, okay, pass auf da, dass du nicht das sagst. Und du fragst dich, wieso muss ich jetzt mich zensieren, wenn ich nichts falsch gemacht habe? Dann fängst du plötzlich an, jeden Satz 3-4 Mal vorher im Kopf durchzusprechen. Und diese Leichtigkeit, die man auch in der Musik braucht, fehlt einem plötzlich im Zwischenmenschlichen. Mhm. Und das habe ich unglaublich vermisst. Und was ich schön wirklich, was mich wirklich, wirklich bewegt und was mir Freude bereitet, ist, dass ich diese Leichtigkeit mir jetzt wieder zurücknehme mit diesem Buch. Das merkt man im Buch, merkt man auch in diesem Interview. Du zensierst dich selber nicht mehr. Nein, ich hätte das nie geschrieben, wenn ich gewusst hätte, ich will irgendein Thema nicht ansprechen. Ich habe gewusst, irgendwann mal jetzt, hey, wir haben genug Zeit, ich habe Zeit zu reflektieren, ich bin mit mir sowas von im Reinen und ich lasse mir nicht von anderen irgendwie den Finger auf mir zeigen und sagen, ey, da du, also, nee, auf das habe ich keinen Bock, deswegen habe ich Bock, das Buch geschrieben. Lass uns aus Schweizer Sicht auf den schockierendsten Teil in diesem Buch. Warte mal ganz kurz hier. Das Mikrofon ist hier runtergerutscht. Oh, ich frage kurz, man hört dich, glaube ich, noch. Hört man mich? So, ja, sitz einfach drauf. Ist wieder safe. Ich dachte schon, du wolltest dich aus dem schockierendsten Schweizer... Nein, ich habe gedacht... ...der Geschichte. Da steht was Unglaubliches drin. Du hast als Sechsjähriger in einem Schweizer Kloster die Kollekte gestohlen. Ja, ganz, ganz schlimm. Da müssen wir drüber reden, ey. Ja, ich weiß. Ich habe auch ehrlich gesagt, es ist eine Geschichte, die hat auch im Endeffekt ein Happy End. Ich habe ja Münzen gesammelt als Kind. Ich glaube, ich war mir das natürlich dessen nicht bewusst. Für mich war das eher so, da ist das Münzgeld drin. Und ich habe das ja auch stolz meinem Papa dann auch abends gezeigt. Ne? Also wenn ich etwas klauen hätte wollen, hätte ich das ja versteckt. Ne? Das war ja stolz. Hier, guck mal, wie viele Münzen ich gefunden habe. Die Reaktion von meinem Papa ist natürlich generationsbedingt eine etwas harte gewesen. Heute kann man drüber streiten, aber egal. Jedenfalls war die Anmoderation von meinem Papa, nachdem er mir eine Backpfeife gegeben hat, die ich bis heute noch spüre, die auch rechtmäßig war, denn es hat mich genordet. Sowas tut man nicht. Und dann hat er gesagt, du gehst jetzt dahin, bringst das zurück, entschuldigst dich und das musst du jetzt persönlich übernehmen am nächsten Tag. Damit also von der Seele geschrieben. Ja. Wie vieles, wie du selber sagst. Also hat das Buch auch sowas von einer Katharsis, von einer Erläuterung, dass du sagst, ich habe mir jetzt wirklich, ich hab ein bisschen Ordnung gemacht und jetzt geht es in die Zukunft. Und wie siehst du dieses Buch? So als ich sehe das eigentlich als eine schöne Anleitung auch, wie man durch das Leben geht, durch Tiefen, durch Höhen, wie man sich nicht von seinen eigenen Ideen abbringen lässt, dass man auch mal in die Scheiße greift, sorry den Ausdruck, das passiert, wir sind Menschen, ich habe auch große Fehler mal hier und da gemacht, habe dann einfach nicht mit dem richtigen Organ drüber nachgedacht und dann sitzt du plötzlich in einer Situation, wo du sagst, uiuiuiui, aber ich finde das Buch eine tolle Anleitung, einfach nicht aufzugeben, vor allem herauszufinden,
was man möchte und wer man ist. Und darum geht es so ein bisschen in dem Buch. Und es geht natürlich um Musik. Das ist meine große Leidenschaft. Und ohne zum Schluss noch auf die einzelnen Organe zu sprechen zu kommen, aber du schreibst schon auch ein bisschen, also hast ein bisschen über die Stränge geschlagen zum Teil. Ja, klar. Haben wir das nicht alle? Wenn du mir jetzt Nein sagst, dann glaube ich dir nicht. Themenwechsel. Ja. Einmal eine Frage gestellt, keine Antwort. Ganz kurz, ich stelle hier die Fragen. Wir haben gesprochen vom damaligen Wunderkind, auch wenn du diesen Ausdruck nicht magst. Viele Eltern werden jetzt zuschauen und sagen, ja, was soll ich meinem Kind denn zumuten können, dürfen, müssen? Hast du dir das auch schon gefragt? Wenn du einen vierjährigen Sohn hast, soll der eine Geige in die Hand nehmen? Soll der so spielen lernen wie du? Oder willst du ihm das ersparen? Ich hat nichts mit Ersparen zu tun. Ich glaube, wenn ich ein Kind haben würde und da wäre eine Leidenschaft und ich kriege große Augen, gucken mich an und sagen, Papa, ich möchte eine Geige. Klar, laufe ich dann los und gebe ihm eine Geige. Dann gebe ich ihm ein bisschen Anleitung. Wenn ich merke, er hat wirklich Spaß dran, würde ich natürlich fördern. Aber ich würde darüber hinaus keinen eminenten Druck aufbauen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es einen zweiten Profimusiker in der Familie geben sollte. Wenn er das wirklich möchte, unterstütze ich natürlich. Aber ich glaube, ich habe natürlich einen großen Vorteil gegenüber von meinem Papa. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was falsch ist. Du hast es durchlebt. Weil ich es durchlebt habe. Mein Vater, den muss man echt auch manchmal in Schutz nehmen. Er hat einfach im Trüben gefischt, teilweise. Er hat einen wunderbaren Instinkt für Musik. Dafür bin ich ihm auch ganz dankbar, dass er mir das weitergegeben hat. Er hat mir auch unglaublich viel beigebracht. Klar, wenn man nicht weiß richtig, was ist falsch, wo ist die Grenze, dann überschreitet man die auch. Ich habe, wie gesagt, diesen Vorteil, dass ich weiß, wo die Grenze ist, weil ich es durchlebt habe. Dementsprechend würde ich diese Grenze wahrscheinlich eher weniger durchbrechen. Letzte Frage, offenbar im Reinen mit den Eltern, mit dem Vater. Ja. David Garrett mit 41, auch im Reinen mit sich selbst. Oh ja, absolut. Ich glaube, das sieht man und merkt man. Und das ist ja auch schön für mich, irgendwann mal dann auch zu sagen, das war ein fantastisches Leben. Das ist ein fantastisches Leben. Und so rückblickend bin ich richtig stolz, was ich in diesen 41 Jahren erreicht habe. Und wie das tönt, das wollen wir uns ganz kurz noch mal anhören, wenn wir dürfen. Ich würde vorschlagen, ich sage ganz kurz Adieu und dann werden wir den Abschied musikalisch bestreiten. Vielen Dank schon mal für deinen Besuch, David Garrett. Und vielen Dank sind Sie mit dabei gewesen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, eine gute Zeit. Ade miteinander. Maestro.